So, willkommen zur nächsten Folge von unserem Let's Play Together Altes Live. Wir sind immer noch auf dem Weg hier, schon seit 5 Folgen habe ich das Gefühl, zum Waffen. Ja, die Gruben hier, die haben meine Reifen schon ziemlich gedamaged. Meine Reifen sind gedamaged. Mit dabei hier von der Gokay, aber der weiß gar nicht, glaube ich, dass er gerade in der Aufnahme ist. Mit seinem Kumpel da, den Supra. Ja doch, stimmt, der weiß es. Dann ist dabei der Sebastian, Dennis, Hallo. Simon, Hi. Milf alias... alias Nisa, Daniel ist auch noch mit dabei. Lasst uns mal auf der Straße bitte Halt machen, ich würde gerne mein Auto reparieren. Da kann ich wenigstens noch aufschließen. Scheiße. Wie ist das Fahrzeug von uns, Simon? Alles okay. Okay. Scheiße, mein Reifen ist weg. Ja, ist egal. Reparier. Bist du gegen Felsen gefahren? Nein. Reparier da sofort. Ich hab nichts mit. Och, Daniel, ey. Warte, ich reparier. Ja? Seid ihr in der Nähe? Ja. Ja. Ich habe auch noch 4 Reparaturkästen dabei sonst. Cool, danke. Ey, scheiße, Mann, das waren 4 Kilometer von uns weg, ey. Es sind immer noch 2. Sebastian, siehst du mich irgendwie? Ja, ich sehe dich. Oh, wie geil. Hinter dir. Okay. Hier musst du vorsichtig sein. Dann nutze ich mal die Gelegenheit, um ganz kurz meine Blase zu entleeren, sonst platze ich gleich, ey. So, reparieren. Danke. Bitte. Oh. Ihr seid aber auch gefahren wie die Verrückten, ey. Das haben meine Reifen einfach nicht mitgemacht. Die können einfach nicht fahren. Ey, das ist doch krass, ey. Wir fahren hier nur... Was genau machen wir jetzt überhaupt? Wir holen uns eine Waffenlizenz. Oder habt ihr sowas schon? Nee. Wir wollen uns eine legale Waffenlizenz holen. Haben wir welche verloren? Okay. Die wollten reparieren, glaube ich. Da sind wir. Hier 5 Autos. Da sind wir. Wir sind jetzt da. Wir kommen gerade erst an. Ah, 6 und 7, perfekt. Natürlich, fahrt vor. Mann, Sebastian. Ja, der eine ist... Fahrt los. Ja, Gokay ist doch gerade pinkeln. Oder wir warten noch kurz auf Gokay, weil der pinkeln ist. Weiter, ich warte hier. Nee, wir fahren alle zusammen, das Auftreten ist wichtig. Fehlt eh noch einer, ja. Unser Auftreten ist wichtig, wenn wir nur zu 5 statt zu 7 kommen, sieht es scheiße aus. Habe ich jetzt nicht die Zeit hier gestoppt oder habe ich das nicht gemacht, ey? Doch, habe ich gemacht. Sehr gut. Es läuft. Mach doch einfach einen Livestream, da brauchst du dir sowas keine Gedanken machen. Ja, ich nehme aber gerne auf. Ja, kannst du ja beides machen. Nee, du kannst nicht Twitch und aufnehmen gleichzeitig. Das wird unterbunden. Der Speicher ist ja automatisch. Ja, aber bei Twitch und nicht in so einer geilen Qualität, wie du es bei YouTube machst. Du kannst beides parallel machen, klar. Ja. Kommt drauf an, welche Software du nutzt. Den Open Broadcaster, der erlaubt das nicht. DxStory geht. Nee, hab ich ja schon gemacht. Ging nicht. Kannst mit DxStory das in Open Broadcaster weiterliefern und kannst parallel die File auf Festplatte speichern. Also, das könnte man mal, hab ich ja. Wir können losmachen. Glück ist wieder da. Okay, dann fahren wir los. Nice, so lässt sich gleich besser fahren. Das muss ich mir mal angucken, aber eigentlich bin ich nicht so ein riesen Twitch-Fan. So Livestream und also sowas. In einer großen Gruppe ist das mal cool. Ich will hinten fahren, der steht da. Da steht noch irgendjemand. Und fährt nicht, da fährt irgendjemand nicht. Wer fährt? Daniel ist es nicht, der nicht fährt. Weg von dem Auto! Weg vom Auto, ihr explodiert ein Auto! Vorbei! Steck aus dem Laufweg, weg! Steck aus dem Laufweg! Fahrt weg! Scheiße. Fahrt weg! Der Wagen explodiert! Ja! Oh mein Gott, Heli! Geht der Wagen hoch? Welches Auto? Hier vorne steht das Rote. Wenn nicht bis jetzt, dann nicht mehr. Okay, hat das jemand heißt, Repair-Kit? Jo, ich repariere. Ich fahre gerade hin. Wartet bitte kurz. Ich lass meinen Wagen jetzt einfach hier stehen. Pass auf, der brennt. Weg da. Scheiße, meiner müsste auch repariert. Brennt hier? Ja, meiner wird schon. Also ich mache. Hä, welcher Wagen brennt denn hier? Alter, meiner müsste Latte auch gemacht werden, wenn einer kann von euch. Oh nein.
Ja, ich war erschrocken durch Gokays Fahrverhalten und bin einfach vor die Laterne gefahren. Das ist so gut, ey. Dann gucke ich mir das mal mit Switch und DxTroy und so weiter mal an, in Ruhe. Jo. Kann ich dir mal eine Hilfestellung geben? Jo, zu Virtual Audio Cable habe ich auch mal irgendwann mal eine Frage, wenn du mal Zeit hast. Kann man machen? Ja, ja. Ja. Okay, gut. Danke, Donny. Jo, bitte. Jo, bitte. Nice, läuft. Ja. Weiter? Dann können wir weiterfahren. Wenn die Bullen uns gleich kontrollieren, oh, volle Kette wieder. wenn wir hier. Ich, fahr vor. Ja, sehr viel. Warum stellst du dich hinter mich, Daniel? Weiß nicht, ich wollte mal als letzter fahren. Hab ich mehr Überblick. Ey, du weißt, wie schnell ich fahre. Ja, ist egal. Wenn die echt uns gut. Stell dir mal vor, wir kommen gleich in eine Polizeikontrolle, Leute. Ja, also ich seh nichts, der scheiß Staub. Ein paar langsamer. Was denn? Du hast ja den Staub von 7 Autos in der Kette. Euer Staub, nicht mein Staub. Ja, dann fahr doch langsamer, damit du in unseren Staub nicht reinfährst. Ich fahr doch schon langsam. Ja, dann ist das Nebel. Nebel. Der sich am nächsten Tag gebildet hat, so langsam bist du, ey. Hier, Kokainverarbeitung, wir sind doch ganz in der... Ey, wer ist denn der Rote vor mir eigentlich? Da war einer, war mir gerade am D-Sinken. Ach, das sind Nisa. Das war voll der Film. Das sind Nisa und, Simon, die da vor mir fahren. Und Nisa, wie gefällt's dir beim Simon im Wagen? Gerade mit dem Kopf hochgekommen, oder was? Nee, alles perfekt. Baby. warum ist er der Heli? Da? Das ist ein Heli, der ist ein normaler Typ. Sind wir da tot? Geldautomat oder was macht ihr hier? Wir sind noch nicht da. Aber hier zu warten, bis der Heli kommt, ist auch doof, oder? Ich schon noch ein bisschen was mit. Wir sind noch nicht da. Die Lizenz kostet 10.000. Aus dem Side-Channel. Achso, ja, hab ich gerade gemerkt. Ah, hier sind wir falsch, oder? Ja, ja, die sind alle nur. Wir haben noch 500 Meter. Die sind alle nur am ATM schon mal. Ich hab manchmal so derbe FPS-Drops, das ist der Wahnsinn. Manchmal ja. 5 oder so. Fuck. Also, ich hab jetzt noch 20.000 bei, sollte passen. Ich hab 25.000. Geldautomat da oben, okay, ja, also wir sind da in der Nähe. Jo, dann fahren wir weiter, ne? Jo. Ah, Todd, du magst eher so die unbefestigten Wege, ne? Todd. Weiß gar nicht, ob auf dem Server die Waffen wieder verschwinden. Ne, hab ich schon gefragt. Und? Wo ist denn das jetzt hier? Bin ich gerade falsch gefahren? Das ist das Haus. Oder warte mal. Raus. Wer fährt denn da gerade zu? Ich glaube, ich bin falsch gefahren. Glaube. Hier im Haus? Schließ ab, Simon. Bist abgeschlossen. Fährt die Straße weiter. Wo ist der Waffenhändler denn? Eins. Also. Ich bin nur irgendjemand da hinterhergefahren die ganze Zeit. Ja, der fährt auf jeden Fall falsch. Ja. Ja, das bin doch ich, das habe ich doch gesagt, Leute. Hört doch einfach zu. Ja, ja, komm, haha. Wir haben alle gelacht, Daniel. Wo ist denn jetzt hier der Händler? Muss man mal ins Auto. Der ist hier vorne. Wir haben. Parallelstraße. Digga! Hier bei Alt Life zeigt sein echtes Gesicht, Daniel. Das merkt man schon so langsam. Scheiße. Was hier bei Polizeikontrolle? Wer ist denn hier? Hallo? Wo ist denn hier die Polizei? Ist hier Polizeikontrolle oder was? Ich brauche jemanden, der mein Auto repariert. Ja. So, dann klappt das ja jetzt mal. So, eine Firearm-License brauchen wir, ne? Ja. So, gut, haben wir gemacht. Und jetzt kann man sich hier auch noch Waffen kaufen oder was?
Na, wie war das jetzt? Bleiben die Waffen gespeichert, oder? Ja, sagt er. Oh! Kann mir irgendjemand mein Auto reparieren? Ja, da scheiße! Da auf dem Balkon! Da, wenn du einmal faul drückst, werden wir tot. Gangster. Wer ist denn hier so blutverschmiert? Der jo, Alter! Der Simon, ey! Schaut mal alle auf den Red Shark, ey! Den hat's ein bisschen mitgenommen, die Fahrt, ey! Boah! Alter. Aber wisst ihr was? Ich hab kein Geld. Definitiv. Für die Waffe. Ich wusste nicht, wie teuer die sind. Was habt ihr euch geholt? Eine Pistole. Da hat irgendwer einen umgehauen. LOL! Ihr habt den umgehauen. Alter! Ja, das ist total verbuggt. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr da diese Tür reinlauft. Ihr habt den Typ voll K.O. geschlagen, ey. Ich gemerkt, ey, aber was mache ich jetzt? Also. Ich habe mir eine Pistole gekauft und 4 Magazine jetzt, das reicht. Also, wo ist denn hier? Außen liegt ja noch einer, was ist denn dem passiert? Ja, das passt schon. Alter! Hat jemand dir noch Geld? Der, hast du eine Pistole für 25.000 gekauft oder was? Was heißt. Hallo? Dennis, für 25.000 hast du dir. Da wurde jemand abgeknallt, oder? Warum? Was denn? Du hast mich jetzt erschossen! Oh mein Gott. Lol. Ja, dann schuldest du mir jetzt. Wie viel Geld hatte ich? 25.000 schuldest du mir jetzt. Wieso hast du das gemacht? Ja, und jetzt? Gute Frage. Ihr kennt ihn aber, oder? Der eine hat den. Okay. Irgendjemand, ihr habt doch hier den ganze Zeit K.O. geschlagen mit der Waffe. Den hab ich gekillt. Einfach just for fun. Also, beziehungsweise, ich wollte ihn nicht killen, ich wollte nur anschießen. Ach, Simon war das? Ja, weil. Irgendjemand lief hier rum, hat K.O. gehauen, die ganze Zeit mit der Waffe. Das ist ja von uns der. Das war der Dennis. Das war der Dennis, ja. Ich wollte dich ja nicht töten. Das war der Dennis. Ja, der Red Shark wusste nicht, dass er gerade einen Kumpel tötet. Oder er wollte ihn nur anschießen. Ja, weil er hat Leute K.O. gehauen, dachte ich, mach ich mal so mit. Ich wusste nicht, dass ein Schuss tötet. Habt ihr euch für 25.000 die Waffe geholt? Das ist auf jeden Fall tödlich, ein Schuss schon. Richtig? Für 25.000 habt ihr euch die Waffe geholt. Ja. Nee. Nein, ich hab eine kleine Pistole. Hat irgendjemand von euch noch? Aber wie teuer hat denn die kleine Pistole? Ja, ich hab einen Werkzeugkoffer dabei. Wo ist dein Wagen? 1000 oder was hat die gekostet? Steht hier hinten. Wo ist der Wagen? Ich hab noch ein bisschen Geld, kann ich dir gerne wiedergeben. Sag mal, wo bist du jetzt? Der hinten, der rote, ist das? Na, der steht da ganz hinten. Wo hast du den geparkt? Sicher. Ich konnte nicht mehr weiterfahren. Okay, dann sag mal, ich helfe mal kurz dem Sebastian mal seinem Auto, der hat Probleme. Ja. Dem John alles Lord. Klar. Wir rennen da gerade hin, sein Wagen ist liegen geblieben. Ich hab einen Zaun mitgenommen. Ist denn der Entfernungsmesser? Da schießt du mich einfach ab. Wirklich, ich wollte einfach nur, ich hab dir sogar zwei. Ich hab noch eine Picke bekommen. Jo, da kannst du doch kurz mit mir zum ATM nochmal fahren, Sebastian, oder? Ja, klar. Der muss doch hier auch direkt hinter gegen seinem. Dann fahre ich nämlich dann eben mal Geld nochmal holen, ja? Wie kann ich denn eigentlich die Waffe wegstecken? Ja? Kannst du mir eine Waffe mitkommen? Ja, kann ich machen. Eine Pistole, 3 Magazine ist. 3x30, das wäre schön. Ja, ich habe die Pistole für 5.000 gar nicht gesehen. Ich habe alles, bei mir fing das alles bei 25.000 an. Nee, da gab's eine Pistole. Okay, ich kann's einsteigen. Sebastian. Alter, in Kavala ist Party. Ich höre nur Sirenen. Warum bin ich denn eingestiegen? Sirenen. Weiß ich nicht. Okay, ich steig ein. Hab ich jetzt die Waffenlizenz verloren? Ja. Guck mal nach, ob du noch alle Lizenzen hast. Hast du eigentlich verloren. Dann fahr mal kurz zum ATM, der hier hinten ist. Hast du die Waffenlizenz verloren? Ja. Bitte. Ja, wartet ihr da an dem Waffenhändler? Ja, ich muss nochmal zur ATM jetzt. Gut, dann fahr ich gerade mit, Simon. Ja, nee, sagt aber, Daniel, wartest du mit dem Go-Kay und so da wegen unseren Autos, damit da nichts passiert? Wo ist denn der ATM? Ja. Da. Ich war da gerade mit dem Sebastian hin. Das ist heute eine richtig geile, witzige Session irgendwie, weil man so am Stück einfach aufnehmen kann, ne? Ja. Was habt ihr eigentlich jetzt noch? Wie kann ich denn die Waffe wegstecken? Wir fahren eben gerade zum ATM, weil ich nochmal Geld brauche, also zum ATM hier.
Und dann kommen wir sofort wieder, dann hole ich mir eine Waffe. Und dann gucken, was wir machen. Dann ein Feind sprechen wir dann. Ja, aber irgendwelche Leute überfallen. Geh einfach mit dem Rucksack. Sollen wir Leute überfallen? Leute überfallen, dass die das gut teilen. Doch. Doch, ich will sehen, wie das funktioniert. Na, ist klar, dass du das wieder sehen willst, ey. So, das ist auch wieder gar nicht mal so eine schlechte Idee. Wir sprechen das mal gleich. Wenn alle wieder da sind, auch der Tote. Ja, alles klar. Ja gut, also dann sind wir jetzt erstmal ein paar Minütchen hier, nehme ich an. Wo war das endlich? Genau, geradeaus halt. Wow. Was ist denn los? Was ist denn da passiert? Was ist denn los? Alter. Auto geglitscht. Sorry. Ich habe ein Auto angetitscht und das ist hier 10 Kilometer rumgeflogen. Bleib stehen, ja. bleib stehen. Wir sind da. Krass. Bleib mal stehen. Ey. So. Okay. Ich hab jetzt gerade einen Schuss gehört. Ja. Ich steig mal kurz aus und hol mal eben. Return to formation. Ich hole gerade auch ein bisschen Kohle. Fliegt dein Wagen jetzt gerade, Simon? Nein. Bei mir schon. Wie viel brauchen wir ungefähr? Ja, ich nehme mal 60.000 oder so mit. Na, ja, ich nehme. Da nehme ich nochmal 20.000 mit. Ach, da. Kann ich aufsteigen? Ja. Der geht aber nicht sofort. So eine Scheiße. Du drin? Noch nicht. Warte, jetzt markiere ich wieder. Alter, ich bin mal kurz auf Toilette. Jo. Du entzeigen musst. Ja. Kommst du oder brauchst du noch? Ich kann nicht ordentlich steigen irgendwie. Kommst du schon oder brauchst du noch? Bayer Müll ist nicht so Connection. Okay. Ja. Hast grad eben geportet. Okay, einfach fahren. Hat sich ja gelohnt, dass du die Waffen gekauft hast, Fieser? Hast du? Nee, ich hab keine Waffen gekauft. Gut. Hier, rechts rein. Oh, jetzt sagst du ja früh. Hier sag Bescheid, wenn du eingestiegen bist. Ja. Wenn jetzt mein Auto weg ist, ne, dann schuldest du mir auch einen Geländewagen. Dann umgerechnet 77.250 $. Kannst du einsteigen? So eine Scheiße. War jetzt eben abgeschlossen, kurz fertig. Ja, mein Geländewagen ist weg. Wie dein Geländewagen ist weg? Ja, der ist weg. Ich bin aus der Garage nicht raus und wahrscheinlich, weil er bei euch noch steht, ne? Und hier jetzt links. Ja, hier steht. Dann hole ich dich jetzt ab. Wir holen die alle zusammen ab. Ich mal. Ja. Ich hatte ihn ja schon einmal in der Garage. Ich glaube, wenn der Server Restart fertig ist, dann ist er wieder in der Garage. Ja. Jetzt gleich links. Aber wir können doch das Auto mitnehmen. Ja, wir können das Auto mitnehmen. Wieso, seid ihr genug? Ja, ja, der Nisa fährt auch die ganze Zeit beim links mit. Ja, aber der hat die Schlüssel für mein Auto nicht. Okay, so. Das stimmt, ja. Aber warte kurz, ich steig aus, ja? Dietrich habt ihr auch nicht mit, oder? Sebastian? Ja. Kann man den hier irgendwo kaufen? Muss mal gucken. Stell mal den. Na, jetzt komm ich ab. So, was? Jetzt muss ich mal gucken. So, jetzt brauche ich auch. Was ihr euch jetzt da geholt habt. So. Hier drin? Warum sehe ich das nicht? Ja, genau. Warum sehe ich denn diese einfache Waffe nicht da für 5000 Euro? Ach, die Rook für 7000, ne? Die meint ihr, ne? Und dann. Ey! Alter! Was ist das? Soll ich, Dennis, ich bring die, kauf dir eine mit, ja? Wir hätten aber ein Auto gerade zur Seite. Alter! Was war das denn? Ich bin tot. Ehrlich. Sebastian stirbt immer auch random. Was war das denn? Warum? Was zur Hölle ist denn jetzt passiert? Dass irgendwer in mein Auto gefahren ist, weitergefahren gegen den Laternenpfahl. Ich hab nur den Laternenpfahl. Das wart ihr? Das wart ihr? Nur den Laternenpfahl gesehen, sonst nichts. Mir war das schon wieder. Nein, wie? Warte mal, ich hab nur den Laternenpfahl aus. Gesehen. Hör auf zu reden, steig aus! Nee, ich hab auch nichts gesehen. Alter, ich krieg den Krieg! Ist der da umgekommen? Nichts, da war nichts. Ja, der John Lord ist umgekommen. Der Red Shark ist drüber gefahren, aber er hat ihn nicht gesehen. Nein, er hat
Er hat nicht mich überfahren, er hat mein Auto angefahren, das Auto ist explodiert. Ey, ich bin ganz ich recht. Wie tue ich die, wie tue ich die Waffe weg? Ja, mein Auto ist halt voll Blatt-Herdfall. Dennis, halt wie tue ich die Waffe weg? Das kann ich. Ich habe das Auto nicht gesehen. Mein Auto, hat auch keinen Schaden. Und den Rucksack. Muss ein Diesel gewesen sein. Alter, Mann. Ja, Leute, dann fahrt einfach jetzt zurück. Und dann? Mein Auto ist sicher. Ich weiß aber nicht, ob Sebastian war da in der Garage? Nein. Das war ihr sagt immer nur die Hälfte der Information. I und dann Rucksack. Und weiter? Dann siehst du die Waffe doch schon im Rucksack. Ja, und was mache ich dann? Ja, reinziehen! Ja. Ja, das ist doch das, was du mir sagen musst. Ich finde dieses Menü total... Ach. Schön, dass ich gerade 40.000 bei hatte. Die habe ich jetzt aufgerufen, Sebastian. Die kriegst du gleich wieder. Super, das ist gut. Gleich wieder nicht. Nein, die Waffe habe ich gerade. Welches Auto ist denn explodiert? Ich sehe noch nicht mal. Vom Sebastian. Das ist ja weg. Ja. Das ist weg. Es ist explodiert. Was ja, aber wir sind um die Ecke gefahren. Da war kein Auto. Ja, aber da mein Auto schon da eigentlich direkt rechts an der Straße. Nee, also wirklich, Nisa hat auch kein Auto gesehen. Wir sind ja vorsichtig um die Ecke gefahren. Bestimmt. Ja? Da war nichts. Tipp, du bist mit ausgestanden. Ja, ja, glücklicherweise bin ich ausgestiegen. Ich habe auch nichts gesehen, also ich kann das nur bestätigen, was der Simon gesagt hat. Wie sagen, learn to play? Ja, aber wenn ich doch zwei Waffen gekauft habe, wo ist denn meine zweite Waffe? komisches Spiel. Guck mal jetzt, ob du noch einen Führerschein hast. Na gut, antworte nicht. Ich kann deine zweite Waffe nicht kaufen. Ich hab noch einen Führerschein. Kaufst du halt nicht, scheißegal. Ich hab noch einen Führerschein. Ja, gut. Herrlich. Hat Misa keinen Führerschein? Ich hab keinen, ne. Ja, du hast ja eh keinen. Ne, hab ich nicht. Soll Sebastian durch den Backen. So, ich hab sie dir doch. Ich hab sie dir jetzt doch gekauft. Hat funktioniert. Oh, danke. Okay, wir beenden kurz die Folge. Gleich, wenn wir wissen, was wir machen, machen wir weiter. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich kann auch dein Auto fahren, ohne Führerschein zu haben.